Willkommen, liebe Leute, beim Dinge da draußen, und das ist ein nicht geplantes Dinge da draußen. Ich habe da jetzt selber abbremst und habe mir gedacht, gibt es das, spinne ich, was ist da los? Und ich weiß noch immer nicht, aber ich möchte es euch sagen. Was da so herrlich grün ist, ist eine gewöhnliche Rostkastanie. Und es ist eigentlich gerade Blütezeit, und wenn wir da noch hinschauen, da sieht man, ja, da leuchten ja auch Blüten nach vorne, und auch da merkt man, dass Blüten sind. Dann gibt es aber da, das ist ja auch eine Kastanie, offensichtlich, sieht man schon von der Weiden, und da ist keine einzige Blüte da. Jetzt bin ich da ein bisschen umeinander gegangen und habe mir gedacht, naja, vielleicht sind es ja zwei Bäume und der eine ist irgendwie krank. Also es gibt diese Rostkastanien-Miniermotte, die was Probleme verursachen kann. Aber schaut euch das an. Also da, es ist keine einzige Blüte da. Es ist zwar fest grün, das schaut auch gesund aus. Und auf derer Seite, wenn wir dann da hier oben sind, da ist einfach diese typische tolle Blüte, und das massig und rassig, möchte ich schon fast sagen. Also das blüht da ja wie die Sonne. Und es ist, darf man sich da jetzt nicht täuschen lassen, der Stamm da gehört zu dieser Silberweide dazu. Es ist tatsächlich eine einzige Rostkastanie, die was da einen dicken Stamm hat, der was sich zwar verzweigt, aber eben genau dieses Bild irgendwie hervorruft. Also ich finde das echt schräg. Aber natürlich nur Blätter herzagen ist fad. Es sind diese Blüten, vorher eine toll interessante Geschichte. Und jetzt schauen wir ein bisschen, ich bin ja froh, dass ich immer Spielhose anhabe, weil sonst waren jetzt natürlich die Brennnesseln da ein bisschen ein Hund. Schaut's. Also die Blüte, ich finde es immer wieder toll zum Beobachten, und sie hat auch einige Besonderheiten, und vielleicht kann man das ein bisschen herzagen. Was euch wahrscheinlich einmal auffällt, ist, dass eben ein zusammengesetzter Blütenstand ist. Also das ist nicht eine Blüte, sondern das sind ein Haufen verschiedene Einzelblüten, die was diesen kerzenförmigen Blütenstand bilden. Was auch seht, es blühen nicht alle Blüten auf einmal auf, sondern das blüht, also seht, also da drinnen, da blüht schon, und da heraus, das sind nur Blütenknospen. Das heißt, die Blütezeit, das kann von April bis irgendwann Juni gehen, hat eben damit zu tun, dass die Blüten nach und nach aufblühen und so für ein relativ langes Blühbild sorgen. Was als nächstes auch noch auffällt, ist, es gibt Blüten mit einer gelben Zeichnung und es gibt Blüten mit einer roten Zeichnung. Und das sind Saftmale, also das ist praktisch ein Ampelsystem für Bestäuber, dass sie nicht umsonst irgendwie versuchen, Bestäubungsarbeit zu leisten. Gelb heißt, da gibt es noch was. Und rot heißt, da ist nichts mehr zum Holen, da brauchst du nicht mehr vorbeikommen, lieber Bestäuber, da gibt es einfach nichts für dich und keine Belohnung, geh zu denen, die was die noch brauchen können. Ah, das ist fantastisch. Und das nächste Fantastische ist, auf diesem großen Blütenstand sind sozusagen zwittrige Blüten, und besonders gern zur Spitze hin kann es sein, dass es nur männliche Blüten gibt. Und auch das können wir sich anschauen. Also das da ist ganz klar eine rein männliche Blüte. Seht ihr? Also da sind diese Staubfäden mit den Staubbeutel drauf. Da ist noch gelb, das heißt, da ist noch was zum Holen, da kann noch gern wer vorbeikommen. Aber da ist nichts, was Narbe ist und was dann, wenn bestäubt, zu einem Fruchtknoten führt und zu einer Kastanie werden könnte. Wenn wir da hier unten schauen, da seht ihr dieses weiße Horn, also da sehen wir wieder diese Staubbeutel, das sind die Männer. Das muss ich jetzt, ja, ich reiß das eine, das wird es verkraften. Und da seht ihr bei dieser Blüte, also dieses weiße Horn ist praktisch die Narbe, also scharf werden, wenn da der Pollen ankommt, wächst der Pollen nach unten in den Fruchtknoten. Und der Fruchtknoten da herunten, wenn das anschwillt, das wird dann eben unsere bekannte Kastanie. Das ist da eine zwittrige Blüte, seht ihr? Also das ist nicht nur der Damenteil, sondern in dieser Blüte, ich habe uns das jetzt aufgeknipst, da sitzen auch die Männer drinnen. Also da ist zwittrig und da kann eine Kastanie rauskommen.
erklärt natürlich, wieso dann im Herbst, wenn die Fruchtzeit ist, nicht das, der volle Wahnsinn ist und da 100 Kastanien drauf sind auf einem so einem Blütenstand, sondern ja dennoch nur ein paar wenige Früchte ausgebildet werden, wo dann immer zwei, drei Kastanien drinnen sind, also die Rosskastanien, wenn man es genau nennen möchte, erklärt das natürlich, weil ein Teil davon einfach nur Männer sind. Die ist noch interessant. Irgendwas habe ich mir jetzt noch gedacht, möchte ich erzählen als interessant. Hat das auch nochmal mit der Blüte zu tun gehabt? Ja, na, ja, unter Anführungszeichen. Hat mit der Optik zu tun. Die Geschichte, weil vielleicht passiert es anderen auch. Wir Menschen, wir hören Sachen und wir geben es dann einfach unreflektiert oder unüberprüft gern weiter. Also so halten sie ziemlich Geschichten. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt es besonders aus Parkanlagen, dass Kastanien findet, die was rosarot blühen. Also nicht nur, dass dann, also da ist das, was da weiß ist, rosafarben. Sonst hat es schon auch diese Farbmale, also dieses Farbsystem gibt es dort, aber es wirkt im gesamten rosarot und das ist bei uns angesetzte fleischrote Rosskastanie. Und das ist eine Mischung aus der gewöhnlichen Rosskastanie und der roten Rosskastanie, die was bei uns wahrscheinlich vielleicht aus den botanischen Gärten wahrscheinlich gar nicht finden wird, ist dann die fleischrote Rosskastanie. Und die Geschichte, die was in manchen Köpfen erzählt wird oder weitergeben wird, ist eben, dass die weißen, weißblühenden die Männer sind und die rotblühenden die Frauen sind, oder die Geschichte wird sicher auch rund umgedreht erzählt. Auf jeden Fall wird eben der Rosskastanie so mit einer Zweihäusigkeit unterstellt, dass Männer und Frauen verschieden sind und nicht nur verschiedene Bäume sind, sondern eben auch verschiedene Blütenfarben haben. Und das stimmt einfach nicht. Ja, also das ist ein kurz Dinge da draußen, aber vielleicht genau um das weiß man ja sogar gegangen bei Dinge da draußen, dass sowas Platz hat, was einfach reinhupft und mich selbst noch begeistert und immer wieder begeistert. Und da ist eben diese Zweigesichtigkeit von dieser Rosskastanie ist tatsächlich, da ist ein Graben, extra Video wert gewesen. Okay, passt, wir sehen Sie beim nächsten Mal. Vielleicht weiß ja wer, was da los ist. Also dann bitte in die Kommentare schreiben. Und sonst ist es auch recht. Für dich.